Willkommen zurück. Hier nun die Lösung zur zweiten Übungsaufgabe zum Thema Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Kosten. Insgesamt sind wir beim vierten Fall. Der vierte Fall lautete: Wir kaufen Rohstoffe auf Ziel, 10.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Auch hier, ehe ich die eigentliche Frage beantworte, was ist das? Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Kosten oder vielleicht eine Kombination? Wie lautet der Buchungssatz? Der Buchungssatz lautet per Rohstoffe 10.000, per Vorsteuer 1.190, ich unterstelle 19% Mehrwertsteuer, an, wir kaufen auf Ziel, Verbindlichkeiten 11.190 Euro. Das ist der Buchungssatz. So, was ist das? Eine Auszahlung, eine Ausgabe, Aufwand, Kosten. Und die Antwort lautet, es ist eine Ausgabe. Wir buchen nicht an Bank oder an Kasse, das heißt, wir zahlen nicht bar oder per Überweisung, sondern an Verbindlichkeiten. Wir kaufen auf Ziel. Wir haben also eine Ausgabe. Hieße es, wir kaufen Rohstoffe bar, wäre es eine Auszahlung. Hieße es, wir kaufen Rohstoffe gegen Banküberweisung, wäre es eine Auszahlung. Hier kaufen wir auf Ziel, das heißt, das Gegenkonto ist Verbindlichkeiten und damit ist es eine Ausgabe. Ist es auch Aufwand? Nein. Sind es Kosten? Nein. Wir haben lediglich eine Aktiv-Passiv-Mehrung vorgenommen. Auf unserer Aktivseite der Bilanz sind Rohstoffe dazu gekommen. Das Konto Vorsteuer ist gewachsen um 1.190 Euro. Das Konto Vorsteuer ist ein Forderungskonto gegenüber dem Finanzamt. Und auf der Passivseite bei den Verbindlichkeiten sind 11.190 Euro, also auf beiden Seiten der gleiche Betrag, dazugekommen. Es ist eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Ist irgendein Aufwands- oder Ertragkonto angesprochen worden? Nein, also kann es kein Aufwand sein, also können es auch keine Kosten sein. Ein Werteverzehr hat zunächst nicht stattgefunden, sondern eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Wenn wir dann im nächsten Schritt diese Rohstoffe verbrauchen, dann sieht die Sache anders aus. Dann heißt der Buchungssatz per Verbrauch Rohstoffe an Rohstoffe. Und das Konto per Verbrauch Rohstoffe ist ein Aufwandskonto. Aber so lautete der Fall nicht, sondern der Fall lautete, wir kaufen Rohstoffe auf Ziel. Schauen wir mal weiter. Unser Vorfall oder Fall Nummer 5. Gehälter werden gezahlt. Und da habe ich einfach mal, um einen Betrag zu haben, 50.000 Euro angenommen. Gehälter von 50.000 Euro werden bezahlt an die Belegschaft gegen Ende eines Monats. Ein ganz normaler Vorgang. Was ist das? Ist das Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Kosten? Wie lautet der Buchungssatz? Der Buchungssatz lautet per Gehälter. Manchmal finden wir noch hier per L und G Löhne und Gehälter. Ja, per Gehälter an Bank 50.000. Oder per Gehälter 50.000 an Bank 50.000, kann man auch sagen. Was ist das Konto Gehälter? Das Konto Gehälter ist ein Aufwandskonto. Was ist das Konto Bank? Das Konto Bank ist ein aktiv, überwiegend jedenfalls, wenn es kreditorisch geführt wird, ein aktiv Bestandskonto. Also, was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Aufwand. Gehälter ist ein Aufwandskonto. Es ist aber auch eine Auszahlung. Es ist Aufwand und Auszahlung gleichzeitig. Das ist der Vorgang 5. Schauen wir weiter. Vorgang 6. Der Vorgang 6 war das
Abbrennen der Lagerhalle. Ne? Lagerhalle brennt ab. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich den Fall formuliert habe, aber ich glaube, ich habe so formuliert, dass die Lagerhalle komplett abgeschrieben werden muss. Die Lagerhalle ist komplett abgebrannt. Und das nennen wir einen außerordentlichen A.O.-Aufwand. Das ist ein außerordentlicher Aufwand. Außerordentlich, außerhalb der Ordnung. Das Abbrennen von Lagerhallen ist außerhalb der Ordnung. Außerordentlicher Aufwand. Wie buchen wir das? Wir buchen das per Abschreibung an G&G, Grundstück und Gebäude, oder an Lagerhalle von mir aus auch. Ja? Also per Abschreibung an G&G, Grundstücke und Gebäude. Denn da ist die Lagerhalle verbucht. Sie dürfen auch sagen per Abschreibung an Lagerhalle. Die Höhe hängt vom Buchwert der Lagerhalle ab. Wenn die noch mit 10.000 Euro zu Buche steht, müssen wir 10.000 Euro abschreiben, wenn wir unterstellen, dass die Lagerhalle komplett wertlos geworden ist, komplett abgebrannt ist. So, was ist das? Das ist ein Aufwand. Ja, das ist ein Aufwand. Ist das eine Auszahlung? Nein. Ist das eine Ausgabe? Nein. Ist das Aufwand? Ja. Es ist ein Werteverzehr. Und die Frage ist jetzt, sind das auch Kosten? Sind das auch Kosten? Denn die Lagerhalle brennt komplett ab. Ist das ein betrieblicher Werteverzehr? Aufwand ist jeder Werteverzehr. Kosten ist betrieblicher Werteverzehr. Und da müssen wir sagen, nein. Es ist kein betrieblicher Werteverzehr. Anders übrigens, und da gehe ich noch mal ganz kurz zurück, zum Fall 5. Gehälter werden gezahlt, 50.000 Euro. Per Gehälter an Bank lautet der Buchungssatz. Das ist Aufwand, das ist Auszahlung und das sind auch Kosten. Gehälter sind betriebsbedingter Werteverzehr. Aufwand ist jeder Werteverzehr, ich sage es nochmal. Kosten sind betriebsbedingter Werteverzehr. Und da gibt es diese beiden sich überlappenden Rechtecke, die ich oft erklärt habe in Videos. Aufwand und Kosten bilden teilweise eine Schnittmenge und teilweise eben nicht. Es gibt Aufwand, die keine Kosten sind und es gibt Kosten, die kein Aufwand sind. Und da sind wir hier. Das ist Aufwand, aber keine Kosten. Es ist kein betriebsbedingter Werteverzehr. Aufwand, aber keine Kosten.